Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Baldur's Gate Enhanced Edition. Ich habe im Schnitt festgestellt, dass wir letztens die gute Köchin übersehen haben. Diese ewige Quälerei. Ihr seid Ruhe, nie mal Pause. Ja. Ihr seid mir ein Haufen Grünschnabel. Kommt ihr zum Saufen her oder will einer von euch Hübschen vielleicht ein bisschen mit mir rumschnuckeln? Ja, an mir ist eine Menge dran. Ach ja, was hätten wir getan, hätten wir das verpasst. Aber ey, jetzt kein Aufwand, ne? Ich dachte nur so, nicht bevor die doch irgendwas Wichtiges zu sagen hat. So, dann einmal downstairs. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Ja, meine Runde ist groß genug. So, Angriff. Okay, ach, Hobgoblins. Ich dachte schon, wer hat denn hier so eine komische Stimme von den Wächtern? Ja, aber Hobgoblins sollten ja jetzt auch nicht. Oder die heißen noch Hobgoblins, genau. Sollten ja jetzt nicht so die Herausforderungen sein. Ja, die Wächter hier, die weichen gut aus. Zumindest in Storns schlägen. Das ist irgendwie frustrierend. Genau, Rassad. Lass sie mal Gerechtigkeit widerfahren. Oder wie auch immer. Zack. Okay, die sind ja richtig schwach, die Hobgoblins. Hobgoblin-Elite. Tja, von der Elite habe ich jetzt nichts gesehen. So, hier kann man hier mitnehmen. Pfeile bestimmt, ja. Gold. Und ein paar Schriftrollen. Du bist ja ein komischer, denn ich so, immer und sammel du mal ein paar Pfeile auf. Wir kommen her mit dem Pfeil. Ach, stell mal aus eben, damit du auch hier Sachen mitnehmen kannst, um die ganze Zeit unterbrochen zu werden. So, und die Kette auch noch? Natürlich nicht. Wo denke ich denn auch hin? So, einmal hier und dann da noch drauf. Sehr schön, und die Kette. Mal eben hier rein. So. Sprecht, ich höre zu. Fürs Erd. Es soll noch das, aus blutiger Wind, Dorn, hör bitte auf zu quatschen. So, einmal hier durch. Ein paar mehr Sprüche hätte man. Zur Armee gehen sollen. Was macht ihr in meinem Zimmer? Ihr dürft hier nicht hinein. Ach, verdammt. Ja, wir werden gleich wieder gehen. Oder, vielleicht frostigen Nachdem Dorn dich in Stücke gehackt hat. Auch wenn die Grafik natürlich komplett veraltet ist, ein bisschen brutal für ein Spiel ab 12 ist das ja schon. Aber nur gut, soll mich jetzt nicht stören. Du. Pack mal rein hier. So, identifizieren kann man immer mal gebrauchen. Uns einfach mal alles hier rein. Sagt an, sprecht, es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellt. Ja, Dorn. Ist ja gut. So, Hauptgoblins. Nach. Mädels, lasst mal lieber den guten Onkel Dorn durch. Der könnte euch das Leben retten. Zum Glück war jetzt hier in dem Zimmer keiner, das wäre sonst, hätte sogar brenzlig werden können. So, immerhin ist er abgeschlossen. Ja. Das nicht, den Ring kannst du mal mitnehmen. Blutsteinring. Und einmal hier auf Gold und ein Luchsauge oder was das ist. Nee, Wasserstern. Sehen sie aber verdammt ähnlich. Sprecht und verschwindet. So, gehen wir mal erstmal weiter hier außen lang. So, ich hätte zur Armee gehen
sollen. Hättest du auch. Was sucht ihr in meinem Zimmer? Ihr dürft hier nicht hinein. Ja, das kennen wir schon irgendwoher. Und auch dich haut Dorn direkt um. Beziehungsweise er haut ihn ja nicht nur um, er... Was weiß ich, teilt ihn einfach. Ja, schön ist was anderes, ich weiß. 19 Gold, die kannst du mitnehmen. Oh, Tränke. Gib die mal Rasat, der muss ja sowieso sonst nichts tragen. Da kann er einfach mal ein paar Tränke tragen. Ich höre zu. Die ich eh nie benutze. Was eigentlich bestimmt voll dumm von mir ist, weil die bestimmt mega gut sind. Magie bannen, kannst du das schon? Nee, kannst du nicht. Ich riskiere es. Sie hat's geschafft. Nira. Das, vorher habe ich aber gerade den leichten Verdacht. Nee, ich habe die Schwierigkeit wieder hochgestellt. Gut. Hm. Interessant. Ach, das ist ja mal wieder abgeschlossen. Immun. So, Gold und mal wieder ein Trank. Den mal wieder der gute Rasat nehmen darf. Sprecht und verschwindet. So. Irgendwie das, in dem Level wurde uns jetzt gar nicht, also auf der dritten Ebene wurde uns jetzt nichts gesagt, wonach wir irgendwie Ausschau halten sollten. Ah, eine magische Rüstung, ein magischer beschlagener Lederwams. Ein ganz normales Kettenhemd. Nochmal ein ganz normales Kettenhemd. Ein normaler Lederwams. Und ein Schuppenpanzer, ein ganz normaler. Und ein Plattenpanzer. Okay, ganz viele Langschwerter. Aber keins davon. Lange Waffen. Also wenn man sich noch nicht ausgerüstet hat, ne, hier kann man es machen. Wie kann ich helfen? Was? Angosch, du kannst gar nicht helfen. Ein magischer kleiner Schild, den nehmen wir mit. Und ja, weiterhin nichts Besonderes. So, die beiden Sachen kannst du erstmal Immun geben. Die kann den kleinen Schild plus 1 identifizieren. Für den Lederwams brauchen wir dann den guten Belloth. Geschlagener Lederwams plus 1. Die Schattenrüstung, die sie hat, dürfte besser sein, ja, um einiges. Und sieht auch cooler aus. Aber haben wir mal wieder was, was wir verkaufen können. Sehr schön. So. Dorn, ja, Dorn, lass den bitte mal hier raus, damit er weiter vorangehen kann. Das wäre mir sehr wichtig, dass er das weiterhin tut. So, Hobgoblin. Ich werde euch Gerechtigkeit wieder korrigiere Hobgoblins. Plural. Und viel wichtiger, eine Magiertusse. Ich höre zu. Die ganz schön viele Spiegelbilder gemacht hat. Die jetzt erstmal sterben darf. So, und die irgendeinen ekelhaften Zauber von sich lässt. Verwirrt. Das ist schlecht. Gib bitte. Nein, nein, nein. Blitz. Ah. Es soll noch weitaus blutiger werden. Kann ja wohl nie wahr sein. Ich und Magier in diesem Spiel, das ist echt irgendwie. Irgendwie werden wir uns nie lieben. Wie schnell diese blöden Spiegelbilder gesprochen hat, ist ja auch echt der Wahnsinn. So. Als ob die das immer schafft. So, komm. Ach du. Wie hat sie denn Belloth durch die Wand getötet? Kann ja wohl nie wahr sein. Was machen wir jetzt gegen die Olle wieder am besten?
kommt ja auch die ganze Zeit zum Zaubern, egal was wir machen. So, Angriff. Was wollt ihr denn? Und dann einfach mal du magische Geschosse und sie auch. Dann schauen wir mal, wie wir weiter... Okay, das ist jetzt schon schlechter wie das letzte Mal. Belov... Ah, jetzt sind auch noch beide verwirrt, aber sie ist schneller tot. Ihr solltet lieber abhauen. Ich habe gesagt, ihr solltet lieber abhauen. Wo kann Belov das bannen? Gibt es denn wirklich niemand an? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Ging das mit Magiebannen? Versuche es einfach mal. So. Nee, ging es nicht. Schade. Ach, komm. Hau zumindest mal zu. Okay, beide sind nicht mehr verwirrt. Das heißt, mit anderen Worten, sterbt ihr Schweine. Ach, Dorn ist vergiftet. Das ist ja echt ätzend. Gift verlangsamt hier. Und Angosch, lass dich jetzt bloß nicht töten. Meine Güte, es war ja wieder hier knapper, als es hätte sein müssen. Jetzt mal direkt die Robe von der Ollen einsammeln. Und ein paar Schriftrollen, die Mira mit... Mira, sage ich schon. Mira natürlich. Mitnehmen kann. So, zack, zack, zack. Verlangsamen. Hat natürlich nicht geklappt. Person festhalten. Hat geklappt. Sehr schön. Verlangsamen wäre aber sowieso kein Zauber gewesen, den ich irgendwie benutzt hätte. Ich weiß, ich benutze generell zu wenig Zauber. Irgendwie ist das immer bei Dungeons & Dragons bei mir so, weil ich mir die immer zu viel aufsparen will. Und ich habe natürlich... Das war natürlich richtig dämlich, wie ich euch jetzt positioniert habe. Rennt bitte hier raus. Ja. Geil. Und ich habe nicht danach geschaut. Oh Mann, wie doof kann man eigentlich sein? Das ist echt... Ja, komm. Dorn. Ist egal. Was wollt ihr denn? Das war jetzt echt mega dämlich von mir. Nein, hier. Ja, jetzt wird die uns auch höchstwahrscheinlich wieder töten. Ja, dann hau mal eben hier unten drauf. Ja. Das wird... Ach, Mann. Das ist doch echt hier eine gerade... Was mache ich denn für eine Scheiße? Wie doof bin ich eigentlich? Ach, verschont kein in meinem... Ja. Wie kann ich helfen? So, Dorn. Ja, beide, macht mal eben hier kurz einen Prozess. Ich werde die Hand umdrehen, darum kümmern. So, du rennst da rein. Was wollt ihr denn? Du greifst mit magischen Geschossen an, genauso wie du. Du feuerst auf die Olle. Und du rennst auch nicht mal weg, sondern, ne? So, komm. Okay. Der Verwirrtheitszauber wurde schon mal unterbrochen von ihr. Okay. Belov kommt nicht nah genug ran. Worum geht es diesmal? Wie? Hau ab, hau ab. Nein, nein, nein. Toll, jetzt kriege ich die Erfahrungspunkte für die Olle nicht, weil sie sich selber getötet hat. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ach. Ist das ätzend. Nein, nicht dir. Dir. Oder vielleicht kriegt auch immer uns hin. Ich hoffe, ich wirke nicht genervt, nur das
Ja, Robe des Reisenden. Wir hatten hier so oft, eigentlich müssten wir die jetzt endlich mal einfach erkennen können. Wollte ja nicht mehr unbekannt für uns sein. Jetzt wird hier nicht gerastet, sondern einfach gespeichert. Und die Frau hat bestimmt irgendwas über 1000 an Erfahrungspunkten geben. Wer ist denn eigentlich auch so doof und zaubert einen Blitzstrahl in so einem Raum? Achso, da merkt man auch wieder, das habe ich ja hauptsächlich bei Septerra Core, glaube ich, gesagt. Ich weiß nicht, ob es hier auch schon mal erwähnt. Aber da merkt man, dass die KI gar nicht darauf programmiert ist, zu gewinnen, sondern einfach nur uns so sehr zu nerven wie möglich. Die kämpfen gar nicht so, dass sie wirklich selber überleben. Es ist denen scheißegal. So, einmal hier entlang. Oger Markus, ach du Scheiße. Ihr seid also gekommen, um mein Werk zu bestaunen. Ziemlich beeindruckend, nicht wahr? Der Kerl zu meiner Linken hat ziemlich lange geschrien, bevor er endgültig weg war. Hahaha. Creepy. I hope we never end up being tortured like that. Hervorragende Handarbeit. Ich muss schon sagen, wir müssen jetzt gehen. Natürlich, obwohl ich etwas enttäuscht bin, dass ihr nicht genug Zeit für meine Kunstwerke habt. Ja, okay, wir kämpfen einfach. Was hat er denn? Natürlich sind wir jetzt wieder alle verwirrt. Er hatte einen moralischen Breakdown, konnte aber trotzdem weiterzaubern. Eras hat... begib dich bitte. Es ist ein Verwirrtseitzauber, kann ich nicht mehr sehen. Hey, ein magisches, was weiß ich, Katana oder sonst was. Ja, Katana. Warte, mit Katana kannst du nicht... Doch, du kannst mit einem Katana umgehen. Aber besser mit einem Krummsäbel. Dann macht das Katana... Nee, es macht gar nicht mehr Schaden. Ich finde zwar, dass es cooler aussieht, aber das ist jetzt kein Grund. Ja, greif Bailoff an. Das wäre fast in die Hose gegangen, weil Angor schon Immun angreifen wollte. Erstmal mit hier hinkommen. So kann man hier drin rasten. Tatsächlich. Ja. Gesellt man sich einfach zu den Leichen, schon hat man seine Ruhe. Irgendwie ja auch logisch. Ach, jetzt hat er seine Nahkampfwaffe auch noch ausgerüstet. Die Wurfwaffen sind bald leer. Bei dir höchstwahrscheinlich dann auch, ja. Toll. Ich weiß, ich bemecker sehr häufig über den Wurf. Ja, hasse ich auch. Gibt es einen Grund für eure Anwesenheit hier? Ich hoffe, ihr habt eine gute Erklärung dafür, warum ihr mich stört. Wir wollen uns hier als Söldner verdingen. Das reicht mir nicht. Ergebt euch auf der Stelle. Ich bin vorbereitet. Komm, Rassat. Zeig deine Nahkampffähigkeiten. Ja. Nur dank Rassats Skill mit dem Krummsäbel konnten wir gewinnen. Kannst du überhaupt mit Krummsäbeln umgehen? Ja, kannst du. Katana und Krummsäbel. Auch eine komische Kombination. Das sind zum Beispiel auch Waffen, mit denen Mönch in Neverwinter Night 2 gar nicht umgehen kann. Also natürlich... Da ist es nicht mehr so, dass jetzt bestimmte Klassen nur noch auf eine bestimmte Waffenart abgerichtet werden können, weil man alle anderen Waffenarten nochmal theoretisch dazulernen könnte. Aber standardmäßig kann man es ja nicht. Seid ihr hier, um unseren Schreckensherrn zu huldigen? Ja, das sind wir. Sprecht den Namen unseres Schreckensherrn laut im Gebet. Ach du Scheiße. Beim Messer von Baal. Er ist tot, Idiot. Jetzt stirbt auch du.
Stimmt, Baal war tot. Zurich. Ah, es wäre bestimmt Zurich gewesen. Oder ist Zurich auch schon tot? Danach. Oh, jetzt hoffe ich, dass ich keinen Blödsinn verzapfe. Aber nach Zurich kamen wir cool, ne? Kann man das hier nochmal irgendwo nachlesen, wer das ist? Schade. Es fuchst mich jetzt gerade. Okay, mehr kann ich nicht in die Hand nehmen. Warum auch? Sprecht, ich höre zu. So, ja, ja, ich versuche ja schon Schritt zu halten. Okay, da haben wir. Jetzt haben wir unseren Rundgang beendet. Gehen wir dann einmal in die Mitte. Da kann man hoch. Von daher bin ich auch gekommen, ne? Ja. Klar kann man dann da hoch. Hier kommt man noch weiter runter. So, was haben wir hier? Schlafräume. Einmal wieder die Gruppengesinnung aus, damit du hier schön alles knacken kannst. Tränkchen. Okay, das musste man gar nicht knacken. Ah, ja, komm, hier mal die Ketten da rein. Die Tränke mal dem Onkel Rassat geben. Gepäck voll. Toll. Hier nimm mal die Robe. Du mal den Trank. Bekloppt. So. Die Robe, Schutzform kannst du auf jeden Fall schon mal nicht identifizieren. Das sind doch bestimmt beides. Das ist so weit entfernt. Nee, 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 nee. Dann kommt mal. Ja. Kommt mal hier hin. Es tut mir leid, heute irgendwie. Heute stelle ich mich doof an in dem Spiel. Irgendwie weiß ich nicht. Ist auch so unerträglich warm in meinem Zimmer und schon ziemlich spät. Fluch der Schwäche, Herr. Wer hätte es gedacht? Und das ist tatsächlich eine Schutzformel gegen Säure. Nicht schlecht. Den kannst du mal wieder wegschmeißen. Wir brauchen keinen Fluch. Ja, immer ohne. So, Gold und keine Ahnung, Glücksauge. Sonnenstein. Hab ich doch gesagt. Doch, alles gleich aus hier. Ein Langschwert, was mich immer noch irritiert, dass ich es benutzen kann. Okay, das ist gar nicht abgeschlossen. Hier ist auch nichts drin. Okay, das ist auch nicht abgeschlossen. Kompositbogen, Langbogen. Ah, keine schlechte Waffe in der Tat. Aber sie braucht es nicht. So, ja, Angosch, geh mal vor. Schnell speichern. Und eine weitere Schlafkammer. Was wollt? Ich hab genug davon. So, Immon. Ist übrigens. Guckt jemand anderen an. Ihr müsst dies ja geradezu genießen. Wusst ihr, warum ist der denn da hinten? Ja. Ah, ich frage erst gar nicht. Ich hab genug davon. So. Die ist auch verschlossen. Dann mach mal auf. Okay, ganz viel Edelsteinchen. Ist das wieder ein Wasserstern? Nee, das ist jetzt ein Luchsauge. Kann es sein, dass hier manche Zeichen doppelt verwendet werden? Manche Bilder meine ich. Icons, wie auch immer man es nennen will. Ich glaube nämlich ja. Etwas Unnatürliches geht hier vor und ich möchte nicht daran teilhaben. Okay. Ich weiß zwar nicht, was du jetzt auf einmal hast, aber wird wohl stimmen. Und verschwindet. Der gute Bärlauf hat sich auch zu uns gesellt. Gehen wir mal da unten mal raus. Stellt euch mal vernünftig auf. So.
schauen, was wir hier haben. Ja. Vorwärtsmarsch, wie der Hobgoblin sagt. Okay, die sind echt dämlich als Gegner, also. Das ist ja echt keine Herausforderung, wie man sieht. Da unten kann man irgendwie rein. Bin ich jetzt hier auf dem richtigen Weg? Es scheint fast so. Es scheint nicht so. Ja, komm. Tut jetzt nicht so, als wärt ihr ernstzunehmende Gegner für uns. Rassad, Waffe unbrauchbar. Ja, der nimmt doch die vollen Wurfpfeile. Aber, ach, da geht's noch weiter. Und da geht's runter. Will jemand noch da auf der anderen Seite gucken, was da noch war? So, ich würde es gerne einmal so drehen, dass die Leute hier vernünftig stehen. Mal schauen, wie sie jetzt wieder alle gehen. Noch gehen sie alle in die gleiche Richtung und ja, gut. Dachte, es läuft schon wieder irgendwer nach Buxtehude. Vor der ist mir hier, also, ah, hier wird scheinbar Eisen geschmolzen oder das Eisenerz. Interessant. Hier gibt es noch einen kleinen Gang, wo man rein kann. Höchstwahrscheinlich kann man hier auch einfach nur runter. Oder? Da kann man auf jeden Fall nochmal rein. Okay. Ist immer so eine Schlucht, die mich irgendwie an Game of Thrones erinnert. An, na, wie hieß es nochmal? Von den Arryns, die Hochburg. Hab ich vergessen, wie die Stadt da heißt. Doof. Beziehungsweise ist ja keine richtige Stadt, das ist ja eigentlich nur so eine Festung und da gibt es ja auch so ein Loch, wo die gute Lisa Arryn ja mal ein paar Leute runterschmeißen lässt, wenn sie Bock drauf hat. War jetzt natürlich für alle Nicht-Game of Thrones Fans 0% relatable. Aber pff, ist ja auch egal, ne? Vielleicht sollte ich mal generell aufhören, so viel Blödsinn zu labern. Aber bei Baldur's Gate gibt es auch manchmal einfach irgendwie gar nichts, worüber man reden kann. Leider. Sie müssen ihre Runde noch mehr vergrößern, ja, bevor sie weiterziehen können. So. Deveron ist vor normalen Geschossen geschützt. Gefällt mir schon mal gar nicht. Ich bin gespannt, welchen Grund ihr für eure Anwesenheit vorbringen könnt. Wir wollten den Herrn dieser Mine sprechen. Deveron mag keine unangemeldeten Besuch. Ach, wie schade. Dann töten wir dich einfach. Angosch wird einfach nicht von immer und durchgelassen. Die mobbt den gerade ein bisschen. Leider. Oh, Rassad hat ihn getötet. Wunderher, die 650 Erfahrungspunkte hat der Mann gegeben. Scheinbar war der angeblich stark. Betonung liegt auf scheinbar und angeblich. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass nur noch Rassad und Angor schaffen können, aufzusteigen. Ich hab genug davon. So, ach, ich hab durch Zufall jetzt die Taste entdeckt, womit man Gruppengesinnung ein- und ausschalten kann, nämlich es ist S. Heiltrank, ja komm, schnall dir den mal an den Gürtel. Wer weiß, wann du mal einen Heiltrank gebrauchen kannst. Sprech, ich höre. Aber jetzt ist die Frage, ach, da kann man weiter. Versucht, Schritt zu halten. Zumindest sagt mir die Karte, dass ich da weiter könnte. Ah! Geheimtür. Hätte
man jetzt keinen Schurken in der Gruppe, könnte man die Quest direkt vergessen. Schlachtenschreck. Falle, Falle. Ja, genau, übertreibt doch alle. Warum seid ihr gekommen? Wollt ihr meine Reichtümer rauben oder wollt ihr mich für meine Beleidigung für eures Ehregefühls strafen? Es macht keinen Unterschied, denn das eine wie das andere wird euch nicht gelingen. Ehe ich mich eurer in besonders grausamer Weise entledige, sollt ihr wenigstens erfahren, wem ihr euer schreckliches Ende zu verdanken habt. Man nennt mich Daveron, die Höflichkeit würde es gebieten, dass ich euch nach euren Namen frage. Doch da ihr praktisch schon tot seid, will ich ausnahmsweise einmal auf Etikette keinen Wert legen. Tomorrow's luck, but you're a creep. And to think that I wanted to be a mage. Buh. Now that we are introduced, prepare to die. Ja, Ja. Können wir mal alle aufhören zu sterben? Es, wäre echt verdammt toll. Ja, dein Gepäck ist voll. Meine Güte, schmeiß irgendeinen Trank weg. Trank der Frostriesenstärke, Trank der Freiheit. Was macht das? Handlungsfreiheit. Brauche ich nicht. Weg damit. Hier. Schlürfen Heiltrank. Ebenso wie du. Schlürf. So, Dorn. Einmal den Schlachtschreck hier unten angreifen. Du greifst den an. Bellof. Magische Geschosse auf Dingens. Genauso wie du. Ja, einfach 10.000 Fallen schnappen zu. Okay, Bellof hat noch geschafft, Schaden bei dem zu machen. Wie kann ich helfen? Wie du helfen kannst, du kannst mal Dorn heilen. Dorn ist tot. Dorn ist tot. Nein, ist er nicht. Okay. Dorn hat tatsächlich nochmal irgendwie überlebt. Ey, irgendwie, ich komme mit den Kämpfen hier in dem Spiel einfach manchmal nicht klar. Weil man irgendwie so wenig Möglichkeiten hat, was zu machen, aber der Gegner eine ganze Zeit irgendwie... Toll! Richtig toll. Du bist ja ein komischer Kauz. So, weißt du was? Keine Ahnung, was man weiß, aber... Mit meinem üblichen Elan nehme ich an. Jetzt rette ich die Lage. Gucken wir mal... wie die Leute mal hier zu uns bekommen. Und verschwindet. Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr... So, automatische Pause. Ich, es soll noch weitaus blutiger werden. Will er uns jetzt haben? Nee, will er noch nicht. So, zurück, zurück, zurück. Ja, genau. Sterbt einfach. So, wenn wir jetzt den Schlachtenschreck schon mal alleine, Gruppengesinnung vielleicht mal an. Okay, der ist immun. Versuchen wir aus der zweiten Reihe hier mit drauf zu schlagen. Bellof. Flammenpfeil für den Schlachtenschreck. Genauso wie von dir auch ein. Verletzt, sehr schön. Kannst versuchen, Dorn zu heilen. Du kannst nochmal versuchen, einen Flammenpfeil loszulassen, während du magische Geschosse nimmst. Irgendwie muss ich dem ja hier beikommen. Dem Tode nah. Dann, versucht euch doch schon mal noch dem anderen hier zu entledigen. Einmal mehr Säurepfeil. Okay, der erste Schlachtenschreck ist tot. 4000 Erfahrungspunkte geben die. Zu Recht.
kommt noch ein Flammenpfeil. Gibt es denn wirklich niemand anderen, den ihr belästigen könnt? Du auch nochmal ein Flammenpfeil. Ja komm, macht hinne. Dem Tode nahe. Dann macht doch einfach nochmal ein magisches Geschoss, bevor es zu spät ist. Und auch er stirbt nochmal. So, sehr schön. Jetzt ist die Frage, kann ich hier rasten? Es wäre tatsächlich möglich. Allerdings müsste ich mich dann dafür anders aufstellen. Dass ich dann meine Magier gleich hier angegriffen werden. So. Versuchen wir uns den Zweien hier zu entledigen. Dann danach nochmal zu rasten. Das, was ich mit Rastat mache, ist übrigens sehr gefährlich. Ich gehe das Risiko ein. Scheinbar auch zu Recht. So, ich will Deveron gerne noch diese Folge töten, deswegen versuche ich hier unten zu rasten. Ich glaube, das ist... Ist das wohl möglich? So, Imon, du kannst dich ja ein bisschen im Nahkampf verteidigen. So, komm. Der ist schnell Geschichte, der Mann. So, komm. Wir versuchen es nochmal. Und jetzt hat es auch geklappt. Das schreit auch nochmal nach einer Speicherung. So, Dorne gibt's Gold. 29 nur. Und ein Goldring. Warte. So. Das ist ein Ring aus Mithril. Ach so. Und versuchen wir nochmal schnell speichern. Ja? Versuch dich mal in den. In Schatten verstecken, fehlgeschlagen. Ja, super. So, versuch du mal vorzugehen. Findest auf jeden Fall schon mal zwei Fallen. Ja, das kennen wir. Immerhin, hau mal einfach wieder ab. Lassen wir den Trottel mal zu uns kommen. Wenn er denn möchte, was er nicht will, scheinbar. Ich höre, es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr sollt. Rassat, du sollst nicht irgendwo mit hinkommen. Schritt zu halten. Ich höre zu. Fürs Erste. So, schauen wir mal. Das wird kein schneller Tod. Okay, wir haben alle Fallen beseitigt. Das ist natürlich super. So. So, da oben ist er jetzt. Magisches Geschoss. Und magisches Geschoss. Verdammter Blitz. So, du versuchst Dorn mit allen möglichen Mitteln zu heilen. Da ist der Typ wieder. So. Will er jetzt in den Nahkampf gehen? Das wäre natürlich interessant. Er will wieder zaubern. Ja, sein dämliches Dimensionstor. Mal schauen, wo er jetzt auftaucht. Da. So, einmal hier. Doch du einmal magisches Geschoss. Schnell. Die als Eisenthron bekannt ist, großen Schaden zugefügt. Eine Niederlage, die mit Sicherheit nicht ungerecht bleiben wird. Nun müsst ihr in die große Stadt namens Baldurs Tor reisen. Dort werdet ihr bestimmt erfahren, was wirklich hinter den seltsamen Ereignissen, die die Bewohner der Schwertküste quälen, steckt. Okay, der Typ war jetzt dann doch am Ende ziemlich einfach.
Ich muss mir echt merken, gegen Magier echt alles an magischen Geschossen raushauen, was ich habe. Aber die sind scheinbar die wirkliche Geheimwaffe dagegen. Okay, 10 Millionen Briefe, die ich natürlich nicht mehr alle nehmen kann. Jetzt echt mal eins nach dem anderen. Der Charakter ist so weit entfernt. Ach komm. So. Jetzt kommt mal alle hierher. Wer hat die jetzt aufgenommen? Dorn. So, gib die mal Immon. Zauberrobe, Zauberrobe. Ich hoffe, du hast noch genug Identifikationszauber. Robe des Reisenden, ey, ich kotz bald. Robe des bösen Erzmagier, die hast du leider schon. Kann nur vom bösen Wesen verwendet werden. Ach komm hier, ach was hat, ja, dann gib sie ihm. Du hast jetzt irgendwie 10.000 Zauber noch, Gepäck voll. Person festhalten hat sie natürlich jetzt nicht geschafft. Komm, werf mal die Räuberskalpe weg. Komm, du auch. Weiß, die könnte man bestimmt noch irgendwo zu Geld machen. Ist mir jetzt sowas von egal. Genug Geld. Und sie müllen einfach mein komplettes Inventar zu. So, du wirst jetzt mein Robenbeauftragter hier, bitte. Kannst du so viel überhaupt tragen? Ja, kannst du. Mein Held. Hier noch die Armbänder. Komm, die kann. Könnt sie aber versuchen. Natürlich kann sie es nicht herausfinden, was es ist. Rüstungsklasse 6. Bringt bei dir gar nichts. Pack voll. Würde bei dir auf 3 runtergehen. Sehr schön. Weißt du was hier auch? Gib das auch mal ihm hier. Wer hat die jetzt? Du. Würden sie bei dir was bringen? Nein. Bei dir wird es auf minus 3 runtergehen. Das wäre natürlich echt unglaublich gut. Du hast Handschuhe der Waffenkunst. Du hast die Geschicklichkeitshandschuhe. Ja, ich glaube, dann ist die Entscheidung klar. Und für minus 3, das heißt, ich werde jetzt waghalsig versuchen, ihn im Nahkampf einzusetzen. Verrückt, wie ich bin. Ich werde bestimmt grandios scheitern. Warum habe ich eigentlich diesen eindämlichen Pfeil? Komm, weg damit. Ich höre zu. Aber mit minus 3 hat er ja jetzt so eine gute Rüstungsklasse wie die anderen auch. Problem ist, er ist halt immer noch sehr anfällig gegenüber kritischen Treffern, da er keinen Helm tragen kann. Das könnte echt zwar noch zum Verhängnis werden, aber wir versuchen. Ach komm, hier mach mal wieder die Gruppengesinnung aus. So, 308 Gold. Sagt an, versucht Schritt zu halten. Und mit S kann ich die aber scheinbar nur ausschalten. Nee, war gar nicht auf. S, wer bist denn du? Stefan. Hallo Stefan, willst du irgendwie... Ihr habt Deveron getötet. Oh, bitte tötet mich nicht. Bitte, ich schwör's, ich bin doch bloß ein Lehrling. Ich weiß gar nichts. Na gut, ich weiß ein bisschen was, aber ich war doch nur sein Schüler, wirklich. Ich kann euch vielleicht helfen. Ja, ich kann euch Informationen geben. Fragt mich was. Na los, fragt mich doch irgendwas. Wer seid ihr? Welche Rolle habt ihr gespielt? Ich sag euch doch, dass ich nur Deverons Schüler bin. Ich bin bei ihm in der Lehre gegangen, das ist alles. Ich hatte keine Ahnung von nichts. Gut, ich weiß ein klein wenig. Fragt einfach und ich werde es euch erzählen. Was war der Zweck dieser Anlage?
Der Zweck, ich glaube, wir wollten als Retter in der Not auftreten. Angeritten kommen mit ihren Eisenvorräten und die Truppen ausrüsten oder so ähnlich. Durch die Räuberüberfälle und die Gerüchte über Am hat sich der Eisenthron ausgerechnet, dass die Herzöge von Baldorsort dächten, sie bräuchten auf schnellsten Wege Waffe und Erz für den Fall eines Angriffs der amnischen Seite. Sie dachten, sie könnten astronomische Preise verlangen oder noch besser Sanktionen gegen die Konkurrenz verhängen und so die Handelsgesetze für sich selbst lockern. Ein einfacher Weg, sich an der Küste als Macht im Untergrund zu etablieren, das ist alles, was ich weiß, ich schwör's. Wer war Devons Vorgesetzter? Wer erteilt ja tatsächlich die Befehle? Ich weiß es nicht, ich schwör's. Alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass die Anführer des Eisenthrons Devoron hier eingesetzt haben. Ich glaube, es sind deren drei, aber ich kenne ihren Namen nicht. Devoron erhielt auch noch von jemand anderem Befehle. Er beschwerte sich oft darüber, aber er nannte mir nie die Namen. Wirklich nicht. Die Hauptgebäude des Eisenthrons ist in Baldur's Tor, irgendwo im Südwesten der Stadt, aber ich war nie dort. Da ist die reine Wahrheit. Kann ich jetzt bitte gehen? Die Eisenknappheit, wer steckt dahinter? Dahinter steckt, der Eisenthron, schätze ich. Devoron hat diesen Ort für die regionalen Bosse in Baldur's Tor geleitet. Sie verwendeten einen merkwürdigen Zaubertrank, um das Eisen im Lager zu vergiften. Setzten Malaye dafür ein, damit kein neues Eisen abgebaut wurde. Und die Räuber befielen alle Handelskarawanen, die Eisen transportierten. Und dann ist es nicht schwer, die spürbare Knappheit als echtbare Bedrohung zu verkaufen. Das müsst ihr aber alles wissen, wer die Malaye getötet habt. Kann ich jetzt gehen? Ach, aus dem Weg, feige Memme. Und danke, danke, ich verspreche hoch und heilig mich nie wieder mit den Leuten dieser Art einzulassen, egal wie gut ihre Bedingungen wären. Ja, mein Herr, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich von jetzt an aufpassen werde. Danke und auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Ah, nach dem Sieg über den Magier und Devoron befragte ich seinen schluchzenden Lehrling. Er bestätigte vieles von dem, was ich schon wusste. Der Eisenthron ist die Organisation hinter der Eisenkrise. Doch ich glaube, der Name ist reiner Zufall. Malaye sollte die Effizienz der Mine von Nashkel zerstören. Während die Räuber ankommenden Karawanen stoppten, die als Bedrohung empfundene Eisenknappheit sollte die Furcht schüren und das Problem verstärken. Wir sind hier ja noch gar nicht fertig. So, ganz viele Schutzformeln. Schutz vor Versteinerung. Schild. Noch irgendwas, was ich jetzt gar nicht mehr nachgeguckt habe. So, den Schlüssel. Und noch ein Brief. So, die Briefe lesen wir noch. Und mit welchem fangen wir denn an? Devoron, ich habe eure Anfrage nach zusätzlichen Sklaven erhalten. Sie werden euch so schnell wie möglich zugesandt. Die Dinge im Baldur's Tor stehen gut. Wir haben eines der edlen Grundstücke im Westen erworben, das wir als Basislage für unsere Operation benutzen. Es handelt sich um ein sehr altes Gebäude, das höchstwahrscheinlich schon vor dem Bau der zweiten Mauer errichtet wurde. Durch seine Bauweise lässt es sich leicht vor dem Eindringen und von Dieben schützen. Denkt daran, Jessling zu fragen, ob ihm seine neue Behausung gefällt. Rilta. Aha. So, das kopieren wir zur Sicherheit und schmeißen das dann weg. Devoron, unsere Pläne laufen gut. Sarivok ist von unserem Hauptquartier in Ordulin zurückgekehrt. Er bringt Neuigkeiten von unserem Vorgesetzten, die mit unseren Fortschritten soweit zufrieden sind. Ich habe vor, Sarivok zum Befehlshaber um unsere Söldnereinheiten in der Region zu ernennen. Er hat bereits Tatzok in seinem Bediensten in den Schafzahnwald gesandt, damit dieser die dort stationierten Kräfte befehligt. In Baldur's Tor gehen die Dinge geschwind voran. Wir haben unsere besten Agenten in den Reihen der Gemeinschaft der Sieben Sonnen eingeschleust. Was auch immer diese Gemeinschaft ist. Devoron, wie ihr wahrscheinlich gehört habt, zeigte das Eisengift in der Küsten gegen bereits Wirkung. Nachdem die meisten Eisenimporte von Tatzok aufgehalten worden sind, kommt nun der Große aus den verseuchten Eisenquellen in Nashkel. Der Aufstand der Sicilianer hat dafür gesorgt, dass keine Kräfte dieser Nation in der Lage sind, sich unseren Söldnereinheiten entgegenzustellen. Auch wurden einige der Söldner der Schwarzen Krallen von der flammenden Faust gefangen genommen. Alle Gefangenen haben behauptet, mit den Zentarim verbündet zu sein und damit jeglichen Verdacht vom Eisenthron abgelenkt. Ich habe Transig ausgesandt, den Söldnern dabei zu helfen, das Eisen zu eurer Basis im Mantelwald zu schaffen. Er hat einige Packtaschen mitgebracht, sodass er alleine zum Mantelwald reisen kann und somit die Gefahr verringert, dass euer Stützpunkt von Speeren der flammenden Faust entdeckt wird. Schon wieder Rilta. So.
Tagebucheintrag der Veron. Ja, das sind immer wieder die Briefe. So, schauen wir mal, was es hier noch so gibt zum Schluss. Es geht scheinbar noch weiter hier runter. Okay, damit hätte ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet, auch dass die Ebene hier noch weitergeht. Ein Grünschleim. Ganz viele Truhen. So, mal schauen, wie es jetzt so wird mit drei Nahkämpfern. Bin ja echt gespannt. Ob sich der gute Rassad da behauptet. So, Edelstein und Melzsäurepfeil. Kann sie noch nicht. Hat sie geschafft, sehr schön. Zauber zweiter Grad. Und hat das hier raus und dafür Melzsäurepfeil hier rein. So. 1000 Gold und hier klopfen. Ach, kann sie schon. Wollte gerade sagen, klopfen ist mir jetzt nicht so wichtig. Das könnte von mir aus auch scheitern. Was haben wir hier noch? Okay, ich glaube, ganz viele Flüche. Unsichtbares Entdecken. Kennt sie schon. Ansonsten Schutzformel, Schutzformel. Ja, angeblich alle Schutzformeln. Gepäck voll. Ja, Bella, wie viel kannst du davon denn noch... Ja, Fluch der Dummheit, habe ich doch gesagt. Okay, er hat nicht mehr Zauber, um das zu identifizieren. Schade, er kennt nicht, dass hier im Schriftrollenbehälter noch identifizieren ist. Zweimal passt doch genau. Sollte sie eigentlich rausholen. Identifizieren. In den Rucksack. So, einmal. Schutzformel gegen Untote ist tatsächlich eine. Und Schutzformel gegen Feuer ist auch tatsächlich eine. Ich höre zu. So, ich weiß, die Folge wird jetzt hier gut Überlänge haben. Aber für meine Fails am Anfang. Das ist ja wohl auch noch das Mindeste. Aber ich sollte echt mir merken, Magier direkt mit magischen Geschossen befeuern. Komme ich denn raus, wenn ich hierher gehe? Ach, ich komme wieder oben an. Wisst ihr was? Da machen wir direkt noch hier die Flutung. Und dann haben wir alle schön in einer Folge, die zwar fast eine Stunde geht, aber das ist ja dann auch egal. So, Bergarbeiter. Helft mir, bitte. Hallo, wie ich sehe, habt ihr den Schlüssel. Das muss ja ein blutiger Kampf mit dem Meister gewesen sein und ihr müsst ganz schön hart im Nehmen sein, dass ihr das überlebt habt. Alles klar, gebt mir den Schlüssel, dann bringen wir es hinter uns. Oder ist noch was? Ihr habt doch mit Rill gesprochen, oder? Damit die Slaven ja auch lebendig rauskommen. Ja, wir haben mit Rill geredet. Macht euch um eure Freunde keine Sorgen. Dem wird nichts passieren. Hier ist der Schlüssel. Also los. Nun, das wäre es dann wohl. Sobald ich den Stöpsel herausziehe, müssen wir um unser Leben rennen. Denn sonst werden wir genauso weggespült wie die Rothia-Zwerge. Fertig, los. Okay, interessante Sequenz. Ihr habt uns gerettet. Der Rest von uns ist nach Norden Richtung Baldurs Tor geflohen, aber ich wurde ausgewählt, um hier zu bleiben und euch allen zu danken. Ohne eure Heldentaten müssten wir noch, wer weiß, wie lange in dieser scheußlichen Mine arbeiten. Ich bin nur froh darüber, dass wir nicht in dem nassen Grab da unten enden mussten, wie die restlichen Söldner des Eisenthrons. Schön für euch, Ruf. Die Mannschaft uns zu retten.
Ja, unser Ruf hat sich verbessert und 2000 Erfahrungspunkte. Wie Ruf haben wir? 17. Oh, ich muss unbedingt meinen Ruf verschlechtern gehen. Ihr seid gar nicht mal so weit entfernt vom Level-Up. Sehr schön. So, das reicht jetzt aber wirklich für diese Folge. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Baldur's Gate Enhanced Edition und bis dahin, macht's gut.